Hallo und herzlich willkommen zur Schelmschau Nummer 37. Einmal mehr haben wir uns hier versammelt, um über Sachen zu sprechen, die mit DSA zu tun haben. Das war jetzt ein kurzes Zitat von einem schönen Podcast. Wer ihn schon mal gehört hat, weiß, warum ich das jetzt so gesagt habe. Ja, schön, dass ihr hier seid. Ich hoffe, wir können heute wieder ein bisschen über DSA-Neuheiten quatschen. Und wir können heute ein bisschen 3D-Modelle bauen, denn ich habe ein Thema für meine eigene kommende Drachenchronik-Fortsetzung für die für unsere laufende Kampagne. Da wollte ich was vorbereiten für ein Abenteuer und da dachte ich mir, können wir das ja mal zusammen machen. Es geht heute um 3D-Burgenbau mit Unity. Unity ist ja eine Game Engine eigentlich, die man aber auch ganz wunderbar am Spieletisch verwenden könnte. Also wenn ihr mal irgendwie eine interaktive Battlemap oder sowas bauen möchtet, irgendwas, was ein bisschen spannender ist als die Standard-Battlemaps, dann könntet ihr mal einen Blick auf Unity werfen. Für den persönlichen Gebrauch ist es ja auch kostenlos. Insofern das, was ich euch heute zeige, da gibt es auch was man dazu kaufen kann. Erzähle ich euch gleich ein bisschen mehr zu. Vorher kommen wir aber zu den Neuheiten der Woche. Und da ist es mal wieder sehr schön, dass wir an einem Montag senden. Denn heute kam natürlich wieder ein frischer Schwung an Neuheiten rein, in die wir jetzt mal reingucken wollen. Vorher aber erst noch mal kurze Begrüßung aller Anwesenden. Ist denn jemand da? Ja, wunderbar. 5 Leute grüßen hier schon. Der Thorsten ist sogar da und der Benjamin, klasse. Ja, Gernot sowieso und Thomas auch. Schön. Freut mich, euch hier zu sehen. Kurze Entschuldigung noch für den letzten Stream letzte Woche. Da gab es ja ein kleines technisches Problem. Aus irgendeinem Grund ist erst YouTube abgeschmiert. Und anschließend hat wohl auch noch dieses Lego 3D-Studio, also dieses Lego Studio 2.0, also Bricklink Studio 2.0, hat dann leider irgendwie anscheinend meinen Rechner überfordert und alles zum Absturz gebracht. Deshalb kamen die Noppensteine leider zu einem etwas abrupten Ende. Aber ich versuche das in einem Artikel nochmal für euch zusammenzufassen. So, jetzt aber Nachrichten. Nachrichten heißt, es sind heute 4 PDFs gekommen im E-Book-Store für diejenigen, die das Ganze beim Collectors Club vorbestellt haben im F-Shop. Und als da wären, fangen wir mal mit den etwas einfacheren und kürzeren Sachen an, denn es gibt 2 neue Bücher. Da auf dem Bildschirm wollen wir das haben. Das eine Buch ist dieses hier. Das Nandus Vademecum. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum der Thorsten hier ist, denn der möchte gelobt werden für sein schönes Werk. Ich habe natürlich noch nicht reingeguckt, aber ich darf Thorsten herzlich gratulieren, denn wie man sieht, hier steht mal wieder der Thorsten mit seinem Schreibpartner Josh. Die beiden haben sich diesmal an den geheimnisvollsten Halbgott haben sich daran gewagt und haben ein Werk hoffentlich voller Rätsel und Geheimnisse geschrieben. Und ich bin sehr gespannt, das dann mal irgendwann durchzuarbeiten. Denn das klingt wirklich nach einem Vademecum, was mir auch sehr liegen würde. Nicht, dass mir die anderen nicht vielleicht auch liegen, aber ich habe ja nicht ganz so viel Zeit zum Lesen. Deshalb ist das schon eins, was weiter auf meiner Wunschliste landen dürfte. Oh, dass hier noch Xe drin stehen, ist vielleicht gar nicht gewollt. Kann das mal jemand notieren und sofort bitte als Korrektur weitergeben? Der Gernot macht das doch bestimmt. Also ja, das ist das Nandus Vademecum und da freue ich mich sehr drauf. Natürlich mit Einhorn, das ist natürlich auch sehr schön. Da freut sich auch eine gewisse DSA-Nachrichtenseite. Gut, das war die erste Neuheit in Schriftform, die man sich jetzt mal geben kann. Die zweite ist etwas, auf das einige Leute sehr lange warten mussten, denn wer sich die ersten beiden Teile der Hjaldinger Saga von Daniela Knorr bisher nur geben konnte, die sind ja schon seit einigen Jährchen raus, ich weiß nicht, 13, 14 Jahre oder so, der musste leider feststellen, dass der dritte Teil nie erschienen ist. Das war ja so eine längere Krankheit bei Produkten von Ulysses. Aber Ulysses hat sich da sehr, sehr verbessert. Denn jetzt werden alle Buchreihen mit wahnsinniger Geschwindigkeit zu Ende gebracht anscheinend. Und so hat jetzt Daniel Jödemann, der ja für seine tolle Castesia-Sechsteiler-Reihe sich schon mit Meriten beladen hat, dran gewagt, um das Werk von Daniela fortzusetzen und zu Ende zu bringen.
Und ja, für alle, die nicht mehr genau wissen, was in den ersten beiden Bänden so passiert ist, oder die, die gar nicht gelesen haben und direkt beim Finale einsteigen wollen, denen sei gesagt, dass es hier noch vorne eine kleine Zusammenfassung der Geschichte gab für den ersten Teil und auch für den zweiten Teil, bevor es dann direkt ohne weiteres Vorwort oder sowas von Daniel oder von Daniel oder von dir, Daniela, direkt in die Geschichte geht. Da es auch eine Geschichte ist, die natürlich naturbedingt auch zu einem guten Teil in Myranor spielt, sollte man sich mit myranischen Begriffen vielleicht ein bisschen auskennen oder guckt einfach in den Anhang, denn da ist auch nochmal ein schönes Glossar mit allem, was für die Nicht-Myranor-Kenner vielleicht noch interessant sein könnte. Also schönes Buch, gut, dass endlich wieder eine Reihe abgeschlossen ist. Jetzt könnte ich die auch mal irgendwann lesen. Mache ich natürlich erst, wenn es als Hörbuch rauskommt oder sonst irgendwas, weil ich habe noch ungefähr 200 Bücher da im Schrank liegen, die gelesen werden wollen. So, aber wem diese zwei PDFs nicht reichen, der könnte vielleicht noch in die anderen Pakete hier reingucken, denn gleich zwei ZIP-Dateien konnte man jetzt noch herunterladen. Und was da drin ist, hat es in sich, denn in dem einen befinden sich 4 Verzeichnisse, in dem anderen befinden sich 4 Verzeichnisse, also 8 Verzeichnisse mit ja, insgesamt 32 Heften pro Box. Da gibt es, also irgendwie so um den Dreh, glaube ich. Das heißt, da gibt es jede Menge Archetypen, mit denen ihr dann am Rollenspieltisch spontan mal jemand anderen spielen könnt oder mit dem ihr auf einer Convention oder sonst was mal eine spontane Runde mit Fremden oder sowas starten könnt. Und auch hier, ihr seht, überall sind so 8 Archetypen ungefähr drin. 32 Stück, also in der Box, und hier im Grundregelwerk waren es ein bisschen mehr. Wie viel haben wir hier? Das sind 12, also kommen wir insgesamt auf unsere 66, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. 68. Gut, und da können wir mal in ein paar reingucken. Nehmen wir mal einen magischen Charakter. Das ist dann ein schönes Beispiel, wie es wie dann die Zusatzbögen dann noch aussehen. Wir haben hier im Vergleich zu den normalen Heldendokumenten, den Deluxe-Heldendokumenten, auch noch eine Vorgeschichte logischerweise mit drin. Die konnte man ja vorher nicht mit reinschreiben. Die sollte sich ja jeder Spieler selbst ausdenken. Hier habt ihr schon alles gegeben. Ihr könnt das also eben durchlesen oder euren Freunden vorlesen in der Spielrunde. Und dann habt ihr hier direkt eure voreingetragenen Werte in so einer schreibschriftähnlichen Schriftart. Habt natürlich auch noch ein bisschen Platz, um hier eure Werte rechts oder links ein bisschen zu modifizieren. Hier sind natürlich auch noch genug Felder frei zum Eintragen. Also hier ebenfalls bei den Talentwerten könnt ihr natürlich aufwerten mit Bleistift möglichst, damit ihr das dann auch wieder wegradieren und korrigieren könnt. Und ansonsten sind es eigentlich ganz normale Heldendokumente. Zusätzlich gibt es allerdings auch noch, hier haben wir noch die Zauberseite. Mein Handy meldet sich, das kann immer heißen, dass man mich nicht hört. Nö, scheint alles gut zu sein, hat sich noch keiner beschwert. Notizseite für alles, was einem so im Abenteuer noch einfällt, was man notieren will. Die obligatorische Aventurienkarte natürlich. Dann etwas, was meines Wissens nach so früher nicht drin war, die Heldenchronik. Da kann man also ein bisschen notieren, welche Abenteuer hat man gemacht, was war da Wissenswertes, was man sich hier merken müsste und wer, mit wem habe ich mich besonders gut verstanden oder wen habe ich auf meine Erzfeindeliste gepackt und wie viele Abenteuerpunkte habe ich dafür gekriegt. Also diese Chronik ist ein nettes Gimmick. Und dann hier noch eine kurze Übersicht von Dingen, die man vielleicht nicht so auswendig weiß. Regenerationen, Einsatz von Chips, Erfahrungen, Kosten für Steigerungen und so weiter und so fort. Und ganz am Ende auch noch eine Seite für weitere Notizen. So, kurze Anmerkung meinerseits. Was ein bisschen schade ist, finde ich, eine verpasste Chance.
Wurde aber auch schon mehrfach gefordert, ist, dass man hier eigentlich ja auch alle Sonderfertigkeiten hätte reintun können. Also wer jetzt nicht genau weiß, was ein Penetriz, ein Paralys oder sonst was macht, der wäre vielleicht ganz froh gewesen, wenn diese letzte Seite nicht mit so einem Ziersymbol hier gefüllt wäre, sondern wenn da noch eine Regelübersicht drin ist. Klar, Nico hat das ja auch schon mal in seinem Redax Insight erklärt. Erstens wird der Platz für die ganzen Regeln wahrscheinlich nicht reichen. Zweitens ist dann halt auch noch eine Zeitfrage. Das muss ja auch alles dann wieder gesetzt und lektoriert, layoutet werden. Das kostet dann natürlich auch, wenn man das 69 Mal, 68 Mal macht, einiges an Zeit. Und wenn da wieder Fehler drin sind, dann ist das wieder eine weitere Unsicherheit. Kann ich alles voll verstehen. Ich habe trotzdem mich schon mal bemüht zu gucken, wie würde das denn aussehen, wenn man das noch irgendwie nachreichen würde. Und habe das mal hier am Beispiel der Ella, die Eulenhexe aus Riva, probiert. Also Eulenhexe, die hat natürlich auch ein paar Hexensprüche drauf, ein paar Flüche und Zaubertricks und so weiter. Ich habe mir mal alles, was auf dieser Seite hier so drauf ist, bis auf die magischen Sonderfertigkeiten hier genommen und alles, was hier so an Vor- und Nachteilen auf der ersten Seite war, und habe mal geguckt, was man da an Regelzusammenfassung machen könnte. Und damit kann man dann auf so eine prall gefüllte Kurzübersichtsseite. Und wie gesagt, da ist noch nicht alles drin. Also ich kann wirklich voll verstehen, wenn man das bei Ulysses nicht mehr machen wollte. Denn dann hätte man nicht nur diese eine Seite gehabt, sondern bräuchte wirklich zwei Seiten. Das heißt, man hätte dann vielleicht die Heldenchronik oder die Notizseite beschneiden müssen oder rausschmeißen müssen. Das ist dann vielleicht auch nicht im Sinne des Erfinders. Ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Ich habe für beides, gibt es Vor- und Nachteile. Ihr könnt ja mal schreiben, was euch lieber gewesen wäre, ob ihr mit dieser Textwüste hier irgendwas anfangen könntet in Schriftgröße 9. Also das ist auch wahrscheinlich dann nicht so wahnsinnig gut lesbar, wenn es am Spieltisch nicht gut beleuchtet ist. Oder wenn man so alt ist wie ich oder noch älter, dann keine Ahnung. Das war nun mal so ein Experiment für die Hexe, wie man denn da eine Regelübersicht basteln könnte. Übrigens, falls sich jemand fragt, wie hat er das denn so schnell hingekriegt? Die Dinger kamen doch erst heute raus. Ja, aber es gibt ja auch das wunderbare, den Weiße Auge Bot Programmchen für Discord. Und wenn man da Wiki, Leerzeichen und dann Arm eingibt oder giftanfällig oder körpergebundene Kraft, dann kriegt man direkt den Text aus dem Regelwiki in Nullzeit quasi. Das ist ja alles schon im Speicher des Bots und muss nicht mehr geladen werden oder so. Deshalb geht das alles wahnsinnig schnell, kann rauskopiert werden, und dann habe ich das hier schnell in Affinity Publisher untereinander kopiert. Also so könnte man sich so eine Regelseite dann auch noch selbst eben basteln. Das war keine 20 Minuten Arbeit hier, diese Seite. Okay, das sind also die Neuheiten der Woche. Jede Menge PDFs, jede Menge Lesestoff und Spielstoff für den Spieltisch. Ich hoffe, da sind ein paar Sachen drin. Waren die Talentwerte verrutscht? Ja, wenn da nicht alles perfekt war, dann kann das daran liegen, dass Affinity Publisher nicht alle Schriftarten hier 1:1 hatte. Ich musste da eine Ersatzschriftart nehmen und da sind ein paar Sachen verrutscht. Das kommt aber bei PDF-Importen immer mal gerne vor. Also wenn Ulysses das machen würde, wäre das, glaube ich, nicht so. Ihr könnt gerne mal bei euch gucken in eurer PDF-Datei, ob die da in Ordnung sind. Das will ich jetzt nicht. Das würde ich jetzt nicht unbedingt Ulysses anlasten, dass da irgendwas verrutscht ist. Das hängt wahrscheinlich eher an Affinity Publisher. So, gut, das waren also die Neuheiten der Woche von Ulysses. Ansonsten kann noch berichtet werden, dass es ein sehr spannendes... die sind schon im Ulysses-Dokument verrutscht. Okay, dann könnt ihr das bitte gerne mal melden im Collectors Club. Da gibt es ja auch Punkte dafür. So, was wollte ich jetzt sagen? Achso, genau. Es gab ein sehr spannendes Let's Play gestern im Ulysses Twitch-Kanal. Da wurde eine Heldengruppe, die nur aus Magier oder magiekundigen Charakteren bestand,
in die Akademie nach Lohwangen geschickt und dort sind dann Dinge passiert. Und diese Dinge haben mutmaßlich etwas mit dem kommenden Crowdfunding zu tun. Wir wissen ja immer noch nicht, worum es im Crowdfunding geht. Wir wissen immer noch nicht, wann das Crowdfunding kommt. Wir haben aber vielleicht durch diese gestrige Spielrunde ein paar Hinweise in die richtige Richtung bekommen. Ich kann nur sagen, ich habe es erstens nur halb geguckt, das Let's Play, weil ich ja Kinder habe, die ins Bett gebracht werden wollen. Das, was ich aber gesehen habe, deutete darauf hin, dass ja zwischen grauer und schwarzer Gilde da vielleicht es ein wenig Reibungen gibt und dass Elkana, der Leiter der grauen Gilde, sich da ein wenig merkwürdig benommen hat und Dinge passiert sind, die mit irgendeinem Artefakt zusammenhingen. Wie es weitergeht, erfahren wir im nächsten Let's Play in der nächsten Woche. Ja, man kann jetzt wieder heiße Mutmaßungen anstellen, was das denn alles für das Crowdfunding sagen möchte. Es könnte, weil Lohwangen, könnte es natürlich um die Orks gehen, es könnte um schwarzmagische Umtriebe gehen. Das Wort Galotta ist auch mal gefallen im Chat, warum auch immer. Ihr könnt gerne Mutmaßungen anstellen. Thorsten braucht nicht zu mutmaßen, der ist ja wahrscheinlich beteiligt am Crowdfunding, der weiß es ja, darf aber nichts sagen. Ja, wie auch immer, falls ihr da noch Tipps habt, der Gernot ist immer auch gerne mit am Spekulieren, haut alles raus, was euch hier so einfällt. Ja, da gibt es auch noch drei Runen oder drei Symbole, die jetzt schon offenbart wurden. Könnt ihr gerne bei Facebook im Stream, im Facebook das schwarze Auge, auf der schwarze Auge-Seite mal nachgucken und eure eigenen Theorien aufstellen. Galotta war indirekt beteiligt. Ja, wie gesagt, ich habe es nicht ganz gesehen. Ich weiß nicht genau, was genau da Galotta zu tun hatte. In jedem Fall habe ich mal in die, was war's? Welche war's? Eine der Magierakademie-Bände, da kann man ja zu den beiden Lohwanger Akademien auch was nachlesen. Und da ist so ein bisschen Hintergrundgeschichte zu den beiden Leitern der Akademien geschrieben. Das wird da sehr schön wieder aufgegriffen. Fand ich sehr schön, ein recht altes, recht weit in Aventurischer zurückliegendes Ereignis, als die Bosbarans-Fallzahlen noch dreistellig und nicht vierstellig waren. Das war ein Let's Play und wir mutmaßen mal weiter, wann es denn zur Enthüllung kommen kann. Natürlich könnte das auf der Online-Con der Fall sein, die ja Anfang Oktober ins Haus steht. Dort sind jetzt auch die Spielrunden bekannt gegeben worden. Ihr könnt euch da anmelden und ihr könnt auch zum Beispiel mit Thorsten oder mit manch anderem illustrem Namen, ich glaube Fred Eriksen war dabei und Christian war dabei. Ja, ich weiß gar nicht, wer noch dabei war. Vergebt es mir, Sebastian, wie heißt der, egal. Guckt einfach im Ulysses-Discord nach, da findet ihr die Informationen oder auch, glaube ich, auf der Facebook-Seite. So, dann noch ein wenig interner. Ich kann aus dem Nähkästchen plaudern, weil ich ja ein wenig über Ina Kramer da teilweise noch an einem aktuellen Projekt jetzt dran war. Ich hatte euch ja schon berichtet, es gab ein wenig Diskussion darüber, was man bei einer Neuauflage von den Talion-Mel-Romanen noch ändern könnte. Und da hoffe ich, dass mir Nico und Ina beide nachsehen, dass es da halt zwei verschiedene Ansichten gab. Ina meint natürlich, ihre alten Romane sollten nicht gekürzt werden und da ist nichts drin, was irgendwie nicht heute die Leserschaft auch noch lesen könnte, so wie früher. Und Ulysses sagt natürlich völlig verständlich, dass es heute Diversity Reading gibt und dass man manche Sachen heute nicht mehr so schreiben könnte wie früher. Das geht alles so ein bisschen in die gleiche Schiene wie hier Pippi Langstrumpf und Negerkönig oder wie auch immer das Wort dann war. Also manche Sachen werden halt heute in Büchern abgeändert, weil sie einfach nicht mehr politisch korrekt sind. Und es gibt sehr viele Befürworter, es gibt sehr viele Leute, die dagegen sind. In diesem konkreten Fall ging es um einen Tanz einer Frau, die dann im Gedanken dieses Mannes als Minderjährige, also als Mädchen dargestellt wurde, die dann da nackt tanzt. Und da war halt jetzt die Frage, kann man einen Nackttanz in einem Buch, das sich ein lüsterner Mann dann anschaut und vorstellt, kann man das so bringen oder nicht? Ich tendierte da mehr zur Ulysses-Seite und fand es nicht so wichtig, dass man es nicht hätte entschärfen können, dass der Mann nicht der Sympath der Geschichte ist, war sowieso klar.
Ja, äußert euch mal dazu, wer das auch als, seid ihr pro Zensur oder kontra Zensur? Muss man Bücher heute anders schreiben als früher? Darf man heute noch Zigeunersoße sagen oder darf man heute noch einen Negerkuss essen? Oder ist das alles, sollte man so Sachen ein wenig sensibler handhaben? Sagen wir es mal so. In jedem Fall darf ich verkünden, beide Parteien haben sich heute, Gott sei Dank, zusammengerauft und haben sich auf eine gemeinsame Fassung geeinigt. Ich habe sie noch nicht gelesen, aber das Buch wird kommen in einer Version, mit der sowohl Autorin als auch Ulysses als auch wir hoffentlich gut leben können. Und das freut mich sehr, denn es sind zwei sehr schöne Romane. Und es ist toll, dass die bald wieder in einer neuen Fassung vorliegen, in einer Gesamtfassung dann. Gut, das war das. Dann habe ich noch heute ein Telefonat mit Werner Fuchs gehabt. Ich soll ihn da ein bisschen unterstützen für einen Text, den er noch für das Crowdfunding Ulysses Spiele Classics schreiben soll. Ich werde da jetzt ein bisschen Literaturrecherche für die Andreas Blumenkamp-Artikel in der Wunderwelten für ihn betreiben. Das freut mich sehr. Da werde ich mich dann heute Nacht und morgen mal dran setzen, um das schnell fertig zu machen. Denn die Texte sollen ja auch fertig sein und zum Unterstützer des Crowdfundings rausgeschickt werden. Also Werner arbeitet dran, hat auch noch andere Sachen zu schreiben. Insofern helfe ich ihm da jetzt ein bisschen. Und dann kann ich mal sagen, ich habe dem DSA-Erfinder helfen dürfen bei der Literaturrecherche. Yay! Cool. Das war so alles von meiner Seite. Wenn ihr keine Fragen mehr habt, würde ich jetzt zum eigentlichen Thema der Woche kommen. Es sei denn, wir wagen es noch mal ganz kurz, einen Blick auf die Lego-Sachen von letzter Woche zu werfen. Mutig. Ja, ich glaube, das machen wir lieber im eigenen Artikel. Bevor ich jetzt hier wieder den Stream abschieße, gehen wir lieber rüber zu Unity. Erstmal, worum geht es überhaupt heute? Aufgabe ist, wir wollen ein Abenteuer vorbereiten. Abenteuer vorbereiten heißt, man muss natürlich sowohl die Charaktere kennen, man muss die Geschichte kennen, aber man muss auch die Locations kennen. Und ich hoffe, ich spoilere jetzt niemanden. Also alle, die jetzt nicht genau wissen wollen, um welche Burg es geht oder so, die sollten sich jetzt vielleicht die Augen zuhalten oder sowas. Denn eine Burganlage spielt eine gewisse Rolle. Ich halte mal hier zu, wie sie denn heißt. Für alle, die es nicht wissen wollen, so sieht die Burganlage in etwa aus. Und in dem Abenteuer ist natürlich auch ein Übersichtsplan drin. Und diesen Plan wollen wir heute mal in einer etwas schöneren Form präsentieren. Ich schmeiße euch den nochmal eben hier auf den Bildschirm, dann könnt ihr euch das nochmal genauer ansehen. Wo habe ich es hingetan? Da natürlich nicht. Das ist natürlich in meinem Verzeichnis Drachenchronik. Diese schöne, subtile, viel zu große Karte hier, um die soll es heute gehen. Also wir sehen, wir haben hier ein paar Gebäude, wir haben einen Innenhof mit einem Garten, hier sind so ein paar Stallungen, hier ist dieser Eingangsbereich, ihr seht wahrscheinlich gar nicht den Mauszeiger, aber ist egal. Also bei 1 und 2 ist der Eingangsbereich, da kommt man dann so rein. 5 ist der hohe Bergfried und 13 ist noch ein großer Turm. Und wir versuchen mal, ob wir das alles irgendwie nachgebaut kriegen. So, als erstes, was ist Unity? Unity ist eine Game Engine, die ihr genauso wie zum Beispiel auch die Unreal Engine verwenden könnt, um damit Spiele zu schreiben. Unity heißt Unity, weil man damit die Spieleentwicklung auf verschiedenen Plattformen vereinheitlichen kann. Das heißt, ihr könnt mit Unity Spiele entwickeln, die sowohl auf dem PC als auch auf dem Mac, als auch unter Linux, als auch auf Android, als auch auf iPhone und sogar im Browser laufen können, wenn ihr alles richtig macht und euch an gewisse Konventionen haltet. Unity ist in der Personal Edition kostenlos, könnt ihr so lange nutzen, wie eure Firma nicht mehr als $100.000 im Jahr mit diesem Spielchen da umsetzt. Ich denke, das wird bei den meisten Hobbyentwicklern nicht der Fall sein. Deshalb sage ich mal, können wir das alles ruhigen Gewissens uns runterladen. Ihr geht also einfach auf die Unity-Seite, einfach googeln und ladet euch für euer System die entsprechende Version runter. Das sind natürlich ein paar Gigabyte und das dauert auch einige Zeit, bis es gestartet ist und so weiter. Dann, wenn ihr das habt,
wäre es hilfreich, wenn ihr auch sogenannte Assets dafür habt. Also irgendwelche vorbereiteten 3D-Modelle. Denn ich will heute mit euch natürlich nicht hier einen Grundkurs machen, wie modelliere ich irgendwelche Burgelemente, wie mache ich eine Mauer mit einer schönen Textur darauf, sondern es gibt ja Leute, die haben das für uns schon mal gemacht. Und da gibt es noch, wenn ihr schnell seid, ich glaube, es geht nur noch 2 Tage, das sogenannte Humble Bundle. Humble Bundle ist, falls ihr das noch nie gehört habt, eine Webseite, auf der man Programme zu einem meist sehr günstigen Preis kriegt. Ihr könnt euch dann immer aussuchen, wie viel ihr dafür bezahlen wollt. Wenn ihr gewisse Level erreicht, dann kriegt ihr zusätzliche Software dazu. Also ganz schön finde ich hier zum Beispiel dieses Telltale Bundle. Da würdet ihr zum Beispiel Wolf Among Us, Walking Dead und Batman in den verschiedensten Ausprägungen kriegen. Und um die alle zu kaufen, müsstet ihr mindestens 10,14 Euro zahlen, um diese 11 Produkte zu kriegen. Ein, wie ich finde, sehr schönes Angebot, denn allein Wolf Among Us ist ein geiles Spiel und die Walking Dead-Reihe ebenfalls. Also, kleiner Tipp, wenn euch langweilig ist, 10,14 Euro, so viel Spielspaß kriegt ihr für so wenig Geld selten. Gut, das wäre ein Humble Bundle, aber es gibt auch Dinge nicht zum Spielen, sondern für Creators. Und da gibt es zum Beispiel dieses Fantasy Games and Game Dev Assets Bundle. Das geht noch 2 Tage, also guckt euch diese Sendung bitte heute an und überlegt, ob euch für das, ob euch das irgendwie interessiert. Denn da drin sind jede Menge Teile für sehr viel Geld und also ursprünglich für sehr viel Geld. Hier kostet alles zusammen nur 21 Euro 37. Man kann auch nur kleinere abgespeckte Bundles nehmen, da ist dann nicht alles drin. Für 4 Artikel zahlt man dann nur 1 Euro und kriegt zum Beispiel diese tollen mittelalterlichen Häuser. Das finde ich schon mal sehr cool. Oder dieses Dark Fantasy Kit ist auch ganz nett. Aber ich habe natürlich alles gekauft für 21 Euro. Und da ist dann auch unter anderem ein Burgenbundle drin. Wo ist es jetzt hier? Ich bin wieder blind. Da, The Big Castle Kit. Und das wollen wir verwenden. Das sieht dann also so aus, dass ihr hier euer Pledge Level wählt, hier den Betrag eingibt. Es wird auch Geld für gemeinnützige Organisationen abgezweigt. Das könnt ihr auch sogar einstellen, wie viel für die noch gezahlt werden soll. Hier steht sogar bei, für welche Organisationen das der Fall ist. Und wenn ihr das dann bezahlt habt, dann habt ihr die hier in eurer bei euren Einkäufen. Das ist jetzt bei mir eine recht umfassende Liste. Ich habe schon viele Bundles unterstützt. Ich weiß gar nicht, wie viele es insgesamt sind. Aber wenn ihr dann hier auf euren Kauf drauf geht, dann kriegt ihr hier ganz viele, ja, je nachdem, also hier sind die zusammengefasst für dieses Game Dev Assets Bundle, kriegt man dann hier so einen Freischaltcode. Den habt ihr jetzt ja auch gesehen, aber der ist eh schon verwendet. Insofern bringt euch das jetzt nicht so viel. Ja, und den könnt ihr dann hier halt freischalten und den in dem Unity Asset Store verwenden, um das dort freizuschalten. Man hat dann hier auch einen direkten Link, um dahin zu gehen. Ja, alles klar. Auf diese Weise habt ihr dann euch das freigeschaltet. Bitte achtet auch darauf, dass ihr die euch zuweist. Also diese Assets sind nur für einen Seed gedacht. Also wenn ihr eine Firma seid mit 100 Entwicklern, darf nur einer dieser Entwickler gleichzeitig mit diesen Dingern arbeiten. Das heißt, die müssen einem Seed zugewiesen werden. Die anderen dürfen die dann nicht mehr benutzen. Und deshalb achtet bitte darauf, dass ihr euch euren Benutzernamen als Seed-Namen dort einstellt. So. Hier seht ihr jetzt die Oberfläche von Unity, ein ganz normaler 3D-Editor, wie ihr den auch aus anderen Programmen vielleicht schon mal gesehen habt oder so. Ich zeige noch mal kurz, wie der Projektdialog aussieht. Wenn ihr jetzt also ein neues Projekt mit Unity anlegen wollt, das ist hier quasi der Startbildschirm, den ihr normalerweise sehen würdet. Ich habe jetzt hier schon mal ein Projekt vorbereitet, damit das nicht so lange dauert. Aber ihr würdet dann hier auf 3D gehen, würdet hier einen Namen für dieses Projekt angeben und würdet dann hier eine Location auswählen, möglichst auf einem Verzeichnis, wo noch jede Menge Platz ist. Denn ein paar Gigabyte an Daten werdet ihr euch da wahrscheinlich mit diesen ganzen Assets zusammensammeln müssen. Ich habe das jetzt hier mal Burg genannt, habe auf Create geklickt und dann hat man dieses
tolle Projekt, was am Anfang im Prinzip so aussehen würde wie das hier. Wir haben hier eine 3D-Oberfläche, da kann man sich mit der rechten Maustaste umsehen. Man sieht, es ist eine Lichtquelle vorhanden. Die ist quasi so ein Sonnenlicht, was also unidirektional in eine Richtung überall hier scheint. Die kann man natürlich hier mit den Pfeilen und so drehen. Die scheint in die blaue Richtung momentan. Und wir haben eine Kamera, die blickt ebenfalls in die blaue Richtung. Und hier unten sieht man sogar die Ansicht dieser Kamera. Die kann man natürlich auch verschieben. Hier oben sieht man die Tools, um... Ihr seht wieder nichts, ne? Scheiße, ihr seht wieder nichts. Ach, ist das schön. Willkommen in der Schelmschau, da wo der Schelm immer zu doof ist. Okay, nochmal alles. Also, nochmal. Hier, wenn ich ein neues Projekt, wenn ich in Unity reinkomme, sehe ich den New Project Dialog. Der geht auch tatsächlich auf dem falschen Bildschirm auf. Da. Und dann wählt ihr 3D, gebt hier euren Projektnamen ein, wählt hier das Verzeichnis mit möglichst viel Speicher, klickt auf Create und dann seht ihr so ein neues Projekt. Und nochmal, rechte Maustaste, dann könnt ihr euch umsehen und linke Maustaste könnt ihr Objekte auswählen, zum Beispiel die Kamera, die in die blaue Richtung guckt. Das ist die Ansicht der Kamera. Das ist die Sonne, ebenfalls in die blaue Richtung scheinend. So, und auf dieser Fläche hier wollen wir jetzt unsere Burg aufbauen. Damit wir die Burg nicht völlig im Nirvana bauen, brauchen wir jetzt eine Vorlage, auf der wir das Ganze machen können. Ich habe es so gemacht, ich habe mir im Ulysses E-Book Store das Abenteuer gekauft und habe dort das entsprechende Bild mir rauskopiert mit Finity Publisher. Das Ding heißt jetzt hier momentan auch so, wie die Burg heißt. Das ist ein bisschen doof, weil ich wollte eigentlich vermeiden, dass ihr wisst, welche Burg das ist. Ich mache das nochmal kurz hier weg, damit ich euch nicht spoiler. Moment. So. Ich benenne das hier mal um. Ich weiß gerade gar nicht, wo ich die hingetan habe. Okay, dann ist es ja nicht so schlimm. Oh, keine Ahnung, sehe ich gerade nicht. Ich hoffe, ich spoilere euch nicht gleich versehentlich. Ich schiebe es mal wieder zurück. So. Gut. Wenn ihr jetzt eine Burg bauen wollt, fangen wir erstmal mit dem Bild an. Also ich habe jetzt hier das Bild in Burg einfach nur umbenannt und ziehe das jetzt mal hier in meinen Bereich Assets rüber. Ich packe das mal hier so rein. Da ist unser Bild von der Burg. Wie war das vorhin schon gesehen haben. Jetzt möchte ich das hier irgendwo in der Welt darstellen. Dann gehe ich auf Game Object und kann hier diverse Dinge erzeugen. Ich kann neue Lichtquellen erzeugen, ich kann Audio-Sachen einfügen, also irgendwelche Geräuschquellen. Ich kann UI-Elemente wie Buttons oder Texte oder sonst was hinzufügen. Ich kann eine Kamera hinzufügen, Videos einblenden und so weiter. Ich kann aber auch einfach ein 3D-Objekt hinzufügen. Und wir wollen einfach nur einen Grundriss da einbauen. Das ist für uns entweder eine Plane. Eine Plane ist aber, so wie das, was wir hier sehen, unbegrenzt in alle Richtungen. Zweidimensional unbegrenzt. Aber wir wollen ja ein Stück Papier quasi machen. Also einfach nur ein Quad, ein Rechteck. So. Dieses Rechteck sehen wir jetzt hier unten. Es ist anscheinend in die Richtung Rot und Grün orientiert. Und es ist momentan ein Rechteck der Größe 1. Übrigens, wenn ihr hier durchnavigieren wollt, die einfachste Variante ist, ihr drückt die rechte Maustaste, dann habt ihr dieses Umschauen-Werkzeug und dann könnt ihr euch einfach mit WASD wie in einem First-Person-Shooter da durchbewegen. Also WASD, W nach vorne, S nach hinten, A nach links, D nach rechts und dann gibt es noch Q nach unten und E nach oben. So, und damit kann man dann schon einigermaßen gut dadurch navigieren. So, jetzt wollen wir auf diesem Ding aber auch irgendwie das Bild darstellen und dafür brauchen wir einen Shader. Ein Shader ist dafür da, um das Ding einzufärben. Man sieht auch schon, aha, das ist tatsächlich schon eingefärbt. Ich habe nämlich hier schon einen Shader voreingestellt, der alles in weiß zeichnet. Aber so ein Quad ist erstmal nur von einer Richtung einsehbar. Und deshalb muss man hier auf die andere Seite fahren, um da überhaupt irgendetwas zu sehen. So. Wie kriege ich jetzt da ein Bild drauf? Da habe ich gestern schon geflucht. Wie ging es denn noch? Ich habe hier ein Default-Material. Ich muss erst ein neues Material erzeugen, genau. Ich sage ihm hier,
Create New Material. Das Bild nenne ich jetzt, das Material nenne ich Burgplan. Und dieses Material hat jetzt hier gewisse Eigenschaften. Man kann da so ein metallisches Leucht drin haben, eine Smoothness. Also das hier ist quasi das Fong Shading, falls das jemand was sagt, hätte ich jetzt gesagt. Man kann eine Normal Map einbauen. Normal Map heißt, die Oberflächennormalen werden je nach Farbe jedes Punktes auf dieser Karte in eine gewisse Richtung gebogen. Damit kann man so eine Illusion von Tiefe vermitteln. Wem das noch nicht reicht, der kann mit einer Height Map auch eine richtige Tiefe da einbauen, dass wirklich die Fläche dann rauskommt oder reingeht. Ja, interessiert uns alles nicht. Was uns interessiert, ist Albedo, die Lichtabstrahlung quasi. Wenn wir da jetzt unser Material draufpacken, wie geht das nochmal? Moment. Warum geht das nicht? Ach so. Genau, selektiere eine Textur. Genau, die Textur ist das hier. Die können wir da direkt auf das Albedo draufziehen. Und dann sehen wir hier, aha, jetzt haben wir eine Kugel, auf der unser Bild drauf liegt. Übrigens nochmal, um das zu zeigen, wenn ich dasselbe Bild auch noch auf die Normal Map packen würde, geht das überhaupt? Nee, geht in diesem Fall gar nicht. Vielleicht müssen die tatsächlich dann irgendwie Bitmaps mit nur 4 Farben sein. Ich weiß es gar nicht genau. Egal, kenne ich mich auch nicht mit aus, ist auch egal, brauchen wir hier nicht. In jedem Fall wollen wir das ja jetzt hier auf diese Fläche setzen. Das heißt, wir ziehen unser Material, was wir uns gerade hier erzeugt haben, Burgplan, ziehen wir uns auf dieses Material hier drauf. Und jetzt sehen wir, aus unserem weißen Rechteck ist ein Rechteck mit diesem Material geworden, aber es hat immer noch die gleichen Abmessungen wie vorher. Jetzt müssen wir mal genau gucken, was das hier für ein Bild ist. Das ist 2048 mal 1024, also es ist doppelt so breit wie hoch. Das heißt, das macht es uns sehr einfach. Wir können jetzt einfach sagen, Scale in X-Richtung machen wir 2 dahin. Und schon haben wir hier ein doppelt so großes Bild. Und das sieht doch schon sehr nach einem Burgplan aus. Jetzt wollen wir das natürlich als Vorlage verwenden, um dann eine Burg drauf zu bauen. Und eine Burg wird selten in die Tiefe gebaut, die wird meistens in die Höhe gebaut. Das heißt, die Höhe, wir sehen das hier am Horizont, hier ist oben, also die grüne Richtung ist oben. Also müssen wir das Ganze kippen. Dafür wählen wir uns hier oben links das Rotate-Tool aus. Und dann kommt hier so eine Kugel. Die Kugel heißt jetzt, man kann jetzt um die rote Achse hier drehen. Und wenn man dabei dann auch noch die Steuerungstaste gedrückt hält, dann kann man das in ganzen 10er-Schritten machen. Und dann sollte man hier so drehen, dass da rechts eine 90 steht. Hier bei Rotation steht eine 90. Und dann gucken wir nochmal, ah ja, das ist jetzt unsere Karte von oben. Ja, die ist natürlich jetzt sehr klein. Die ist jetzt 2 Meter breit, 1 Meter tief und 0 Meter hoch. Das ist alles ein bisschen wenig. Ich weiß aber ehrlich gesagt gar nicht, wie groß diese Burg sein soll, weil hier natürlich kein Maßstab angegeben ist. Deshalb würde ich sagen, skalieren wir das jetzt einfach mal Pi mal Daumen. Man kann zum Skalieren hier oben das Skalieren-Werkzeug nehmen. Das ist neben dem Drehen-Werkzeug. Und geht dann hier einfach, weil wir es in allen Richtungen gleich skalieren wollen, gehen wir auf die Mitte. Man kann es auch nur in eine Richtung skalieren. Also hier, das wäre die rote Achse. Man kann es natürlich auch horizontal spiegeln, wenn man nach zu einer Seite geht. Das wollen wir aber alles nicht. Mache ich mal mit Steuerung Z wieder rückgängig. Ich will hier diesen Klotz in der Mitte mit der linken Maustaste anklicken. Und dann kann ich nämlich das ganze Bild vergrößern. Und dann sieht man rechts schon, wie groß das Ganze wird. Also jetzt ist aus dem 2 Meter großen Ding ein 130 Meter großes Teil geworden. Das ist vielleicht ein bisschen groß. Sagen wir mal, die Burg ist 30 Meter breit, 60 Meter lang oder so. Probieren wir mal, ob das irgendwie sinnvolle Werte ergibt. Wir können jetzt natürlich auch mal noch zu unserer Kamera springen. Die ist da und die guckt auch schon so ein bisschen auf die Burg drauf. Wir können die Kamera jetzt aber natürlich auch noch ein bisschen drehen, um da noch ein bisschen mehr drauf zu gucken. Also rote Richtung nach unten gucken und dann wollen wir sie noch ein bisschen nach hinten schieben, entlang der blauen Achse nach hinten. Ja, gut, das. So, dann guckt unsere Kamera auf die Burg. Alles klar, jetzt haben wir alles vorbereitet und ich gucke mal eben nach, ob ihr soweit irgendwelche Fragen habt. Ähm,
Von der Steuerung sieht das Blender ziemlich ähnlich. Gibt es da Überschneidungen in der UI? Meinen Erfahrungen nach gibt es keine Software auf diesem Planeten, die in der UI irgendwie Blender ähnelt, denn Blender hat ein Steuerungsschema, was ich auch nach Jahren immer noch nicht verstanden habe. Ich habe schon mit 3D-Studio gearbeitet, ich habe schon mit Maya gearbeitet, ich habe mit AutoCAD gearbeitet, ich habe mit SketchUp gearbeitet, ich habe mit anderen Sachen nochmal kurz gearbeitet und auch dann hier mit Unity gearbeitet. Das Einzige, was wirklich ein anderes Steuerungsschema erfordert, wo man hier nicht mitmacht, ist tatsächlich Blender. Also ich finde das hier sehr viel intuitiver und einfacher. Aber wenn man Blender erfahren ist, dann ist das hier vielleicht das Unintuitivere. Ich weiß es nicht genau. So, jetzt kommt aber der spannende Teil. Wir wollen diese Burg jetzt irgendwie mit einer tatsächlichen Burg belegen. Und dafür brauchen wir erstmal die ganzen Castle Assets. Die haben wir uns ja vorhin gekauft und die haben wir dann hoffentlich auch schon in unserem Asset Store freigeschaltet. Wenn das der Fall ist, dann kann man die sich zu seinen Packages hinzufügen. Ihr seht, ich habe hier schon so ein paar Packages drin. Die Frage ist, wie kommt man an Packages dran? Man macht auf die Packages hier einen Rechtsklick und geht auf View in Package Manager. Dann geht ein neues Fenster auf, was ihr nicht seht. Das ist der Package Manager, den schiebe ich euch mal hier rüber. Und dann kommen ganz viele Pakete. Ich habe ihn vielleicht ein bisschen groß gemacht. So. Und hier sind dann alle Sachen, die ihr euch so erworben habt. Drin ziemlich viele von den Dingern, die ihr hier seht, sind tatsächlich in diesem Fantasy-RPG-Bundle für 20 Euro drin gewesen. Und das finde ich schon ziemlich eindrucksvoll. Unter anderem ist hier aber auch diese tolle Burg drin, wo auch immer sie jetzt sein mag. Und auch diese Medieval Houses Modular, die sind auch gar nicht so schlecht. Also hier unten ist Big Castle Kit. Und damit wir mal sehen, was uns denn hier so erwarten würde, kann ich euch ja mal kurz ein Video zeigen. So sieht eine Burg aus, die man damit erstellen kann. Nicht, dass das jetzt alles gleich, was wir hier bauen, tatsächlich so aussieht. Aber ja, ist jetzt nichts, was State of the Art ist. Also diese Burgen sehen so aus wie aus einem Computerspiel von vor 10 Jahren vielleicht. Aber für den Privatgebrauch, finde ich, ist das schon ganz ordentlich, wenn man bedenkt, dass man da nur 20 Euro für ausgibt. Ja, das ist... Alles könnten wir jetzt irgendwie mit diesem Bundle hier bauen. Auch im Schnee meinetwegen. Ja. Available im Unity Asset Store. Ihr könnt das Ganze natürlich auch erwerben, wenn ihr nicht an diesem Humble Bundle mehr teilnehmen könnt. Wenn ihr das Video seht, wenn das Humble Bundle schon abgelaufen ist, könnt ihr das Ding auch direkt kaufen. Das sieht man hier. Man kann View in Asset Store machen. Und dann sieht man, das kostet normalerweise 51 Euro. Also auch erschwinglich, aber ja, so ist es natürlich jetzt um einiges günstiger. Okay, dann klickt ihr hier unten auf Download. Ich habe schon gedownloadet, deshalb steht hier Import. Das macht ihr dann bei eurem Projekt auch. Erst downloaden, dann importieren. Das dauert auch eine gewisse Weise, weil das sind halt, wie viel Gigabyte, wo steht es? 1,47 Gigabyte mit fast 1000 Dateien. Okay, und wenn ihr das alles gemacht habt, dann habt ihr hier in eurem Projekt unter Packages, nicht unter Packages, sondern unter Assets, habt ihr dann diesen neuen Menüpunkt Castle. Und da sind dann viele Sachen drin. Jetzt muss man ein bisschen sich in Unity auskennen, um zu wissen, was man damit machen kann. Es gibt ein paar Animationen, die für uns jetzt vielleicht nicht so richtig interessant sind. Da geht es eigentlich wahrscheinlich mehr um das Demo-Video, was wir gerade gesehen haben. Es gibt ein paar Hintergrundgeräusche brauchen wir jetzt auch nicht. Es gibt ein paar FBX-Dateien, also ein paar Meshes, die roh verwendet werden. Die brauchen wir aber nicht direkt zu verwenden. Es gibt hier auch Materialien drin, die uns jetzt noch nicht... Achso, es gibt kein Material da drin. Es gibt hier ein paar Materialien. Da müssen wir uns aber auch gar nicht so direkt mit rumschlagen, denn alles, was man normalerweise in Unity verwendet, sind sogenannte Prefabs. Das sind also vorfabrizierte Teile, die man einfach so wie ein Lego-Baustein direkt hier mit anderen Teilen zusammenstecken kann. Und das ist eigentlich für uns jetzt momentan das Interessanteste. Wenn man auf Building Components geht, kriegt man hier direkt so eine Übersicht mit Teilen, die vorhanden sind. Man kann aber auch noch spezielle Türen sich raussuchen. Man kann Dachteile für innen und für außen sich nehmen. Man kann Türme bauen, Rundtürme mit Anschluss an eine Burgmauer und so weiter und so fort. Man kann verschiedene Fenster hinzufügen. All das ist hier schon mit dabei.
Ja, und dann gibt es noch so ein paar extra Sachen. Man kann irgendwelche quasi Aufkleber, die man irgendwo auf die Burg drauf machen kann, die dann halt noch irgendwie so ein bisschen Individualität verleihen, indem da irgendwelche wuchernden Sachen drauf sind oder so. Man kann hier noch Efeu da draufziehen, man kann Steine in den Burghof legen, man kann einen Baum da reinsetzen. Es gibt nur einen einzigen Baum im ganzen Projekt, das ist vielleicht ein bisschen wenig. Und dann gibt es hier noch ganz viel Ausstattung, kaputte Fässer und Tischtücher und Ballen und Leiter und Vasen und hast du nicht gesehen. Also eine Menge Sachen, mit denen wir gleich unseren Burghof schöner machen können. Und dann gibt es hier noch ein paar äußere Wandteile. Und das sind für uns für den Start jetzt vielleicht die interessantesten. Jetzt gucken wir erstmal, ob unser ganzer Maßstab hier irgendwie stimmt. Ich habe jetzt hier ein 10 Meter Mauerstück. Und ja, da sieht man schon, das ist vielleicht ein bisschen groß. Wir müssen unsere Burg vielleicht doch ein bisschen größer machen. Das heißt, ich würde jetzt mal dafür plädieren, wir machen unsere Burg mal doppelt so groß und sagen, oder sagen wir mal 100 Meter mal 50 Meter und das hier machen wir auf 1. So, dann ist die Burg ein bisschen größer geworden. Und jetzt haben wir hier unsere Außenmauer. Wenn wir uns die jetzt mal genauer angucken, dann sieht man, aha, von hier sieht das eigentlich schon ganz schön aus, aber hier die eigentliche Außenseite hat ja gar keine Wand. Aber das kennen wir ja schon von gerade. Solche Wände sind teilweise nur ein, also solche Flächen mit Texturen sind teilweise nur einseitig, um einfach Rechenzeit zu sparen. Auch hier, diese Wand wird nur von der einen Seite dargestellt. Und wenn ich jetzt nach außen fahre, dann sehe ich, aha, auch hier gibt es eine Wand. Also nur weil man nicht sieht, heißt es nicht, dass es nicht da ist. Man kann natürlich auch zweiseitige Texturen machen, aber das macht in einem Computerspiel nicht viel Sinn, weil keiner wird sich jemals im Inneren dieser Mauer aufhalten. Deshalb versucht man so viel zu sparen, wie geht. Wenn man mal genau ranguckt, sieht man auch, da sind tatsächlich gute Texturen drauf. Das wirkt alles ziemlich, ziemlich räumlich. Es sind auch Normal Maps dabei. Sind das Height Maps? Sind es tatsächlich echte Height Maps? Ich glaube, es sind nur Normal Maps. Also es wirkt nur so, als ob es hier alles irgendwie Vorsprünge und Fugen und so weiter sind. Tatsächlich sind das alles nur Normalen, die da drauf gerechnet werden. Behaupte ich jetzt mal. Okay, und dieses Teil wollen wir jetzt so auf unserer Karte platzieren, dass wir damit unsere Burgmauer bauen können. Also klicke ich da drauf und möchte es erstmal grob verschieben. Und zwar irgendwo dahin, wo wir es haben wollen. Sagen wir mal, wir wollen hier erstmal mit dieser Ecke hier unten anfangen. Man kann hier oben zwischen dem Koordinatensystem etwas umschalten. Manchmal hilft das. Man weiß nie, wo das genau gebaut ist. Aha, jetzt ist es anscheinend hier im Schwerpunkt, das Koordinatensystem. Okay. Und wenn ich hier drauf klicke, dann ist es unten links in der Ecke. Okay, das ist vielleicht ganz gut, weil dann können wir es einfacher drehen gleich. Dann schieben wir die Ecke mal hier unten auf diesen, ja, irgendwo hier so hin. Da, genau. Und jetzt wollen wir das Ganze so drehen, dass es auf der Achse dort liegt. Also das Drehenwerkzeug nehmen, auf die grüne Drehachse hier gehen und dann drehen wir uns das so, dass es ziemlich genau hier auf der Linie der Zeichnung zu liegen kommt. Dann immer jetzt so ein bisschen hin und her schieben, das ist so ein leicht iterativer Vorgang. Jetzt habe ich es hier auf der einen Seite richtig, dann ist es auf der anderen Seite zu kurz, aber kein Problem, wir haben ja auch das Skalieren-Werkzeug kennengelernt. Ich möchte jetzt allerdings nur in die rote Achse skalieren, dann werden die Zinnen oben ein bisschen breiter, aber das merkt kein Mensch. Und dann haben wir hier unsere erste Mauer schon fertiggestellt. Das Ganze können wir jetzt noch ein paar Mal wiederholen. Kurz noch hier zu den verschiedenen Arten der Mauern. Man kann die mal gegenüberstellen. Die sind so ein bisschen schon dafür gebaut, dass man sie aneinander setzen kann. Die Mauer, die wir gerade gebaut haben, ist auf beiden Seiten rechteckig. Also diese Linie hier ist rechteckig zur Hauptachse. Während es hier, da ist es dasselbe, hier ist es an, hier ist auch nicht, Moment. Doch, das hier ist nicht rechtwinklig, sondern das ist in einem gewissen Winkel. Das heißt, da könnte man das für eine Außenecke verwenden. Das hätte man jetzt hier eigentlich ganz gut, nee, für eine Innenecke hätte man das verwenden können. Dann ist das hier, ach, wie auch immer, zur anderen Seite gebogen. Ja, kann man jetzt natürlich sich das richtige Teil raussuchen. Was haben wir hier noch?
Ach so, da geht es runter. Wenn man irgendwie mal bergab bauen möchte, kann man hier eine abschüssige Mauer bauen und dementsprechend gibt es hier auch eine aufsteigende Mauer. Ja, das sind so die paar Teile, die wir hier zur Verfügung haben. Also das ist eine abfallende und das ist eine ansteigende, weil hier die Außenseite mal vorne, mal hinten liegt. Okay. Jetzt wissen wir ungefähr, womit wir arbeiten können. Ich habe, glaube ich, mein Beispielmodell wirklich nur mit der ersten Wand hier, mit der ganz einfachen, gebaut. Übrigens, die ziehe ich jetzt hier einfach so drauf. Die hat dann eine gewisse Höhe hier, die jetzt in diesem Fall minus 6,5 Meter ist. Hier auch minus 6,5 Meter. Das stört mich gerade ein bisschen. Die ganze Ebene hier ist minus 6,5 Meter tief. Wir schieben die mal auf 0. Jetzt sind natürlich unsere beiden Teile hier ebenfalls genau da drin. Die können wir aber ebenfalls auf 0 setzen und dann stehen die genau auf der Null-Ebene damit drin. Das macht uns dann nachher die Höhenberechnung ein bisschen leichter. Das ist also unsere Null-Ebene. Und ja, jetzt geht das Gleiche wieder weiter, was wir gerade gemacht haben. Ich drehe es. Man kann übrigens über die Tasten Q, W, E, R und T kann man hier oben zwischen den einzelnen Werkzeugen durchschalten. Also mit W kann ich verschieben. Ja, wir schieben das mal hier einigermaßen präzise drauf und das passt tatsächlich sogar schon. Mein Gott, gutes Augenmaß. Und dann schieben wir es hier hinten so dran. Und jetzt kann man die entweder in die rote Achse ganz doll strecken oder wir kopieren sie noch ein paar Mal. Ich will sie lieber noch mal kopieren, damit es nicht zu unregelmäßig nachher aussieht. Ich habe sie jetzt an der gleichen Position noch mal kopiert. So, jetzt haben wir hier zwei Teile, die selektiere ich mal beide und skaliere sie, verschiebe sie gerade, das wollte ich nicht, skaliere sie, also R drücken und, aha, das geht jetzt natürlich gerade nicht, das ist nicht so schlau, Kai. Okay, machen wir es erstmal so, ich verschiebe entlang der roten Achse dahin, ich verschiebe den entlang der roten Achse dahin. Ich achte jetzt momentan nur auf die unteren Ecken. Dass das hier oben nicht passt, ist mir bewusst. Das ändern wir gleich noch. Und dann skaliere ich hier noch ein bisschen. Das machen wir ein bisschen länger und verschieben es wieder. Wie gesagt, das ist alles so ein bisschen iterativ, bis es einigermaßen passt. So, wenn man jetzt diese beiden Mauern sich genau anguckt, wenn man sie genau immer entlang der Achse verschoben hat, dann hat man da ein interessantes Phänomen, nämlich dieses berüchtigte Flackern. Das kennt ihr bestimmt aus einigen Computerspielen. Das hassen alle Programmierer, aber es lässt sich manchmal nicht vermeiden. Das kommt jetzt, weil beide Ebenen hier exakt auf derselben Höhe liegen. Und dann weiß die, also je nach Rechenungenauigkeit des Z-Buffers, ist dann mal die eine und mal die andere oben. Das ist halt so ein, ist rein mathematisch bedingt, dass das so flackert. Und deshalb verschiebe ich jetzt einfach mal eine Ebene hier um Zentimeter oder Millimeter meinetwegen nach unten. Und das reicht dann schon von außen. Jetzt kann ich hier entlangfahren, ohne dass irgendwas flackert. Und theoretisch könnte dasselbe auch noch hier bei den Teilen irgendwo der Fall sein. Das sehe ich jetzt aber gerade nicht. Ich glaube, da ist der Übergang einigermaßen gut geworden. So, sind wir denn jetzt hier auch auf der richtigen Tiefe, ja, das kann man schon so gelten lassen, würde ich mal behaupten. Hier steht es jetzt so ein bisschen über. Ja, das ist jetzt ein bisschen das Problem, denn wir können diese Teile nicht so ohne weiteres in Unity bearbeiten. Man kann sich jetzt zu dem eigentlichen Teil, wenn man hier, wenn man das hier sich genauer anschaut. Ach, wie geht das denn noch? Man hat hier irgendeinen Mesh, genau, wenn man hier draufklickt, sieht man das zugehörige Mesh und dieses Mesh könnte man jetzt irgendwie bearbeiten. Man könnte auf Open gehen und könnte das dann mit einem entsprechenden Programm bearbeiten. Ich habe jetzt hier zufälligerweise Microsoft Paint 3D damit assoziiert, also hier ist jetzt unsere Wand für dieses 3D-Programm. Also hier könnte man jetzt natürlich Blender oder sonst irgendein 3D-Tool öffnen, um diese Mauer noch zu bearbeiten und da Dinge abzuschneiden oder sonst was. Die Arbeit mache ich mir jetzt aber gar nicht. Bin ein bisschen faul. Ich schiebe es jetzt einfach dann doch noch mal ein bisschen so zurück, dass diese Ecke hier nicht mehr so schlimm ist. So, dann habe ich jetzt hier natürlich eine Lücke. Die werde ich aber gleich mit dem anderen Teil hier dann schließen. Das kriegen wir alles irgendwie zurecht gefrickelt. Okay,
Wir haben also jetzt zwei Teile schon fertig. Jetzt mache ich noch die Wall hier noch einmal dazu. Wieder wie gehabt drehen, wie gehabt verschieben. Das Ganze so lange wiederholen, bis es einigermaßen passt. Hier immer darauf achten, dass die Höhe auf 0 ist. Das ist hier schon der Fall. Und jetzt muss man wieder überlegen, will ich das Ganze skalieren oder will ich es kopieren? Ich kopiere es nochmal und verschiebe es entlang der roten Achse ungefähr hier in die Ecke. So, nochmal genau gucken, ob das passt. Wichtig ist, ja, vollkommen in Ordnung. So, hier hinten ist jetzt noch eine Lücke zwischen, die müssen wir noch schließen, da... Das ist nicht so wahnsinnig schön, aber schließen können wir das natürlich ganz einfach, indem wir die nehmen, mit dem Skalierenwerkzeug ein bisschen in die rote Achse verlängern. Ach ja, ist wieder der falsche Pivotpunkt. Und dann wieder zurückschieben, damit es passt. So. Auch hier, vielleicht wäre es wieder ganz gut, die Höhe noch ein bisschen runterzusetzen oder so. Damit da nichts flackert. So, jetzt haben wir das große Problem. Wir haben hier eine Ecke, durch die könnte ein Eindringling recht einfach hineinkommen in die Burg. Deshalb greifen wir einfach wieder auf unsere Building Components zurück. Da haben wir zum Beispiel auch diesen Wall Support hier. Wenn man den hier reinzieht, dann sieht man, das ist so ein Obelisken-ähnliches Teil, was man irgendwie beliebig an der Mauer platzieren kann. Das gibt auch noch ein bisschen Burg-Feeling dabei, also schieben wir das mal hier irgendwie so hin. Der ist auch schon auf der Nullebene, das ist gut. Er ist jetzt ein bisschen tief da drin. So, und dann nochmal gucken, ob er von vorne passt. Ja, könnte alles sein. Die Höhe würde ich vielleicht nochmal ein bisschen anpassen. Irgendwie so, jetzt kann man hier auch ein bisschen genauer sehen, wo die Problemstellen hier noch liegen. Ja, ein bisschen weiter nach links könnte er. Achso, jetzt skaliere ich gerade. Kann man natürlich auch machen, wenn das Ding zu breit ist, skaliere ich es einfach ein bisschen und schiebe es dann irgendwie so dahin, dass es einigermaßen gut aussieht. Jetzt gucken wir nochmal von oben. Ja, von oben sieht man gerade nicht viel, weil das Ding ist wieder nur einseitig. Aber hier von der Seite sieht man nur diese eine Ecke da reinragen. Das würde ich jetzt fast durchgehen lassen. Man kann natürlich auch sagen, ich verschiebe das so lange nach hinten, bis es hier nicht mehr zu sehen ist. Ist jetzt natürlich ein bisschen geschummelt, denn hier sieht die Ecke jetzt offen aus. Man kann hier runter gucken. Von der anderen Seite sieht die Ecke zu aus. Wer das nicht haben will, der muss das hier halt nach unten schieben. Aber dann ist halt wieder die Gefahr, dass da ein Loch zu sehen ist. Also das ist so ein bisschen Frickelei. Es ist aber auch nur für unsere Helden gedacht und das wird in der Schnelle niemand bemerken, behaupte ich mal. So. Das Ganze ist, ups, was haben wir hier noch? Achso, das ist jetzt das Teil von der Wand, was zu lang ist. Also müssen wir das wieder ein bisschen nach hinten schieben, bis man das da nicht mehr rausgucken sieht. So. Nichts flackert. Keine Probleme. Wunderbar. So könnte der erste Schritt hier aussehen. Dann gucken wir uns mal hier diese Ecke einfach mal an, beispielsweise. Oder ich gucke mal eben, ob ihr noch Fragen habt. Habt ihr Fragen? Ja, die Millimeterkante ist natürlich eine Stolperfalle, aber die Wachen gewöhnen sich ja dran, weil die ja jede Nacht 20 Mal da drüber laufen und nur die ersten paar Nächte werden sie stolpern. Die Feinde, die die Burg stürmen, die werden dann aber stolpern. Das ist eine ganz perfide Taktik. So, und jetzt fangen wir mal an, hier noch was hinzuzufügen. Zum Beispiel gab es doch hier noch irgendwo so... was haben wir denn hier noch? Irgendwas Schönes, was man da einfügen kann. Da war es natürlich nicht bei. Nein, es war wahrscheinlich bei Properties. Furniture? Nein. Nee, wie hieß das denn? Wo habe ich das denn hergeholt? Booth. Nehmen wir mal die Booth hier. Was ist das? Ja, das könnte man noch hier schön in die Ecke stellen. Einfach mal reinziehen, ein bisschen drehen. Bisschen größer machen vielleicht.
Muss ja nicht präzise sein, muss ja nur so ein bisschen dem Bild da entsprechen. Einfach nur, damit die Helden sehen, aha, da steht irgendwas in der Ecke, wie auch immer. Hier steht ein Baum. Baum haben wir gesagt, haben wir nur einen einzigen. Das heißt, den können wir hier schon mal reinziehen. Das ist unser Baum. So sieht er aus. Herzlichen Glückwunsch. Ja, er hat ein paar kleine Blättchen, bisschen Textur. Also ist alles sehr winterlich hier angehaucht. Man kann übrigens auch mal gucken, wenn man hier auf Play drückt, dann startet die ganze Szene. Ja, wir gucken jetzt natürlich mit der Kamera an die falsche Stelle. Das ist ein bisschen doof. Irgendwie kann man auch den View setzen, aber ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie das gehen soll. Ah, keine Ahnung. Okay, also es kann sein, dass der, wenn man es richtig eingestellt hat, kann sich so ein Baum auch im Wind drehen. Das finde ich ganz schön. Und dann soll das Ganze eigentlich ein Gemüsegarten sein. Das heißt, man könnte hier natürlich auch noch Sachen hinpacken. Aber ich würde jetzt erstmal sagen, wir bauen hier noch irgendwie ein bisschen, stellen da noch ein Fass an die Wand und vielleicht noch ein kaputtes Fass daneben und dann, ach, keine Ahnung, so eine Holzkiste hier irgendwo in die Gegend packen. Einfach nur, um den Innenhof ein bisschen lebendiger zu gestalten. Laut Planzeichnung kommt man hier auch nur über eine Holztreppe runter. Das heißt, da würde ich auch noch mal für sorgen. Wir hatten doch hier irgendwo Stairs Stone. Okay, es gibt hier anscheinend nur Steintreppen. Dann nehmen wir eine Steintreppe, meinetwegen. Wie sieht die hier aus? Die ist natürlich sehr breit. Die sieht ein bisschen weniger, ein bisschen rustikaler aus. Ein bisschen weniger hochwertig. Und die werden wir jetzt wieder ganz brutal zusammenstauchen, dass die hier irgendwie so hinpasst. Und vielleicht sollten wir davon auch zwei nehmen. Die können wir nicht zu sehr in die Länge stauchen, sonst sieht das komisch aus. Deshalb verschieben wir die eine jetzt nach hier unten. Kopieren das Ding nochmal mit Copy und Paste, also Steuerung V, Steuerung C, Steuerung V. Und dann schieben wir das einfach hier irgendwie so rein. Keine Ahnung. Ist ja nicht für uns. So. Okay. Da ist jetzt unsere Treppe. Macht jetzt natürlich den ganzen Bau hier auch ein bisschen schwieriger, denn jetzt müssen wir natürlich hier alles über mehrere Ebenen machen. Ich sollte nicht mehr hin und her schalten. Es tut mir leid, Leute. Es tut mir leid. Hier, ich habe eine Treppe gebaut. Ich habe sie aus zwei Teilen zurechtgeschoben. Die Teile kamen aus dieser Treppe hier, die eigentlich sehr breit ist. Die habe ich skaliert und dann gedreht und dann auf diese Treppe hier auf den Boden gepackt. Und hier ist der Baum, den wir dahingestellt haben. Und hier ist dieser komische Unterstand. Dann haben wir hier noch ein heiles Fass und ein kaputtes Fass und so eine Kiste. In die Kiste können wir natürlich noch irgendwas reintun. Was ist denn da drin? Was können wir da reinschmeißen? Ich weiß es nicht. Ein paar Bretter. Bretter sind immer gut. Schmeiß mal da Bretter rein. Bretter drehen. Bretter vielleicht ein bisschen skalieren. Die könnte man wirklich ein bisschen länger machen. Und Bretter da reinschieben. So, keine Ahnung. Da das hier alles so düster aussieht, ist das eh, sieht man das alles eh nicht so richtig gut. Okay, nach diesem Schema, also ich finde für ein paar Minuten Arbeit ist das hier schon ein ganz schöner Innenhof geworden. Was ist das hier? Eine hölzerne Arkade. Die können wir noch vielleicht hier noch schön hinpacken. Da soll ja auch irgendwas sein. Natürlich würde man im Normalfall auch ein bisschen genauer lesen, was im Abenteuer steht. Aber wir gucken uns, wir wollen ja nicht spoilern, deshalb nehmen wir nur mal den Plan als Vorlage und bauen hier irgendwas hin. So, hier soll noch eine Mauer hin, aber die Mauer soll auf einem Felsen anscheinend hier so ein bisschen hochgehen. Das heißt, jetzt können wir mal unter Nature gucken, ob wir da vielleicht einen schönen Stein haben, den wir hier verwenden könnten. So ein Stein, der
ein Berg ist. Okay, der Berg ist mir ein bisschen zu groß. Heißt auch Mountain, vielleicht hätte mir das einen Hinweis geben sollen. Dieser Berg ist noch viel größer. Okay, dann nehmen wir wirklich nur den Rock hier. Rock A, der ist dann schon vielleicht ein bisschen passender. Den kann man natürlich auch wunderbar skalieren. Dann nehme ich jetzt erstmal hier den mittleren Punkt hier und ziehe das Ding irgendwie so groß, wie man es brauchen kann und schiebe das irgendwie hier so hin, auf dass es grob der Planzeichnung entspricht. So, ich hoffe, keinem wird jetzt schwindelig. Wir können noch mal in die Richtung ein bisschen skalieren. Wir können noch mal ein bisschen drehen. Ach, guck mal, es passt sogar gar nicht so schlecht hier rein. Verrückt. So, und jetzt geht es eigentlich nur noch darum, wie das in der Höhe passt. Übrigens, man kann auch immer, wenn man etwas selektiert. Oh, da flackert was. Da flackert es. Das ist nicht gut. Das muss weg. Dieses Ding hier schieben wir. Minus 0,202 mm nach unten. So. Und hier von der Höhe her finde ich das auch ganz okay. Und da können wir jetzt anfangen, unser Haus drauf zu bauen. Was natürlich jetzt ein bisschen schwierig ist, weil ich habe gerade einen Felsbrocken dahin gepackt und deshalb sehen wir jetzt unsere Planzeichnung nicht mehr. Das Gute ist, wenn einen irgendein Objekt stört, klickt man das Objekt an und hat hier oben so ein kleines Häkchen. Und dann verschwindet der Rock und man kann wieder das darunter sehen. Und wenn man hier links in den Baum guckt, dann sieht man jetzt auch, Rock A ist so ein bisschen ausgegraut und kann hier jederzeit wieder aktiviert und deaktiviert werden. Also gut, jetzt fangen wir an, unser Haus noch da eben hinzubauen. Dann soll es eigentlich auch erstmal reichen. Dann habt ihr, glaube ich, das Prinzip verstanden. Dafür gibt es hier irgendwo Walls. Wall 5x5. Würde ich mir eine von nehmen. Nehmen wir mal die A-Wand, ziehen die hier irgendwie rein. Und auch hier wäre jetzt natürlich wieder die Frage, skalieren wir das Ding jetzt oder kopieren wir es ein paar Mal, um auf die Gesamtbreite zu kommen? Normalerweise würde ich es jetzt eigentlich kopieren, aber da ich faul bin und wir das hier schnell hinter uns bringen wollen, mache ich das jetzt einfach mal ganz breit. Das sieht natürlich im Normalfall dann sehr kacke aus im Vergleich zu den anderen Dingern, deshalb solltet ihr das bitte nur an Stellen machen, die ihr nicht sofort so seht, wie dieses Haus hier dann wahrscheinlich sichtbar ist. So, jetzt habe ich das richtig gedreht. Jetzt wird noch die Höhe eingestellt. Das soll ein ziemlich hoher Turm sein, habe ich mir sagen lassen. Und der soll natürlich auch unten aus dem Rock wieder rausgucken. Wo ist er jetzt? Da ist der Rock. Ja, so könnte das jetzt da rauswachsen. Man kann natürlich auch das Material einfach noch irgendwie skalieren, dass es nicht ganz so groß und eindrucksvoll wirkt. Also die Steine sind jetzt doch ein bisschen sehr eindrucksvoll. Aber da ich mich nicht so gut damit auskenne, würde ich sagen, lassen wir das jetzt, sonst mache ich hier noch was kaputt. Keine Ahnung, wie ich das Material jetzt nur skaliere. Box Collider haben wir hier, Material. Uff, keine Ahnung. Kann man es hier skalieren? Tiling. Hat jetzt meines Wissens nach nichts bewirkt. Egal. Okay, wir haben hier eine Wand eingebaut und diese Wand ist natürlich wieder nur von einer Seite sichtbar. Das heißt, das Ganze müssen wir jetzt noch für die anderen Ansichten wiederholen. Auch hier wieder ausblenden, Wand hineinziehen. Nehmen wir jetzt mal die Wand B. Ah, nee, die ist ein bisschen. Ah, die hätten wir nehmen können, ne? Schade. Okay, bleiben wir bei Wand A. Jetzt haben wir alles in diesem, was ist das, Granit-Look oder so. Ja, und dann, ja, das war falsch. Zurück. Verschieben an diese Position, ziemlich genau hier in die Ecke. Und wieder drehen. Dass sie hier drauf zu. Ah, jetzt ist sie weg, verdammt. Diese Wand soll gedreht werden, dass sie entlang dieser Achse liegt. Und dann soll sie wieder skaliert werden, dass sie bis hier hinten geht.
Und dann muss man ein bisschen nachjustieren hier hinten. Ach, das reicht schon. Und dann muss sie noch in der Höhe angepasst werden. Und das machen wir hiermit. So. Wenn man es genau haben will, kann man natürlich auch einfach das hier kopieren. Das ist jetzt in die Y-Richtung 4,671 skaliert. Wenn wir das hier reinkopieren, dann sind die auch wirklich exakt gleich hoch. Und hier sieht man noch, ich habe nicht ganz genau gearbeitet. Also das kann man noch ein bisschen feinjustieren, damit da keiner durch die Lücke reingucken kann. So. Und schon haben wir zwei Wände hier miteinander verbunden. Das Ganze würde man jetzt noch ein bisschen wiederholen. Wir fangen jetzt aber mal eben einmal noch mit dem Dach an. Es ist kurz nach 10. Ich wollte heute auch gar nicht so eine lange Folge machen, weil ich habe das Gefühl, ihr wollt eh immer nicht so eine 2-3-Stunden-Folge haben. Fangen wir mal mit dem Dach an. Es gibt ja einen Roof-Bereich und da kann man jetzt sowohl ein Außendach als auch ein Innendach machen. Wenn man das Innendach nimmt, dann sieht man hier so eine tolle Konstruktion, die ich sehr schön finde. Die möchte ich jetzt auch mal gerne einbauen. Ja, auch hier irgendwie so schieben, dass es auf der richtigen Höhe landet. Natürlich jetzt hier schwer zu sehen. Übrigens, man kann auch immer hier mit diesen Ansichten hin und her schalten zwischen irgendeiner Achse. Man kann also von oben drauf gucken. Jetzt ist alles weg, weil ich es nicht ausgewählt hatte. Man kann übrigens F drücken, um das aktuell selektierte Objekt ranzuzoomen. Also das ist jetzt hier für diesen Fall vielleicht ganz praktisch. Ja, und jetzt rotieren wir das so, dass es in die richtige Achse zeigt. Verschieben es in der Frontansicht so, dass es hier auf der gleichen Höhe liegt. Das ist schon... Achso, das ist da hinten der Fall, aber hier vorne nicht. Okay, dann ziehen wir das ein bisschen runter. Und schieben es natürlich noch nach links. So. Skalieren es in diese Richtung noch. Ja, das ist natürlich noch ein bisschen doof. Muss man wieder hin und her schieben, bis es passt. Ja, ich denke, das Prinzip ist verständlich. Und dann haben wir hier eine tolle Innendachkonstruktion, die dann auch vom Inneren des Hauses ganz cool aussieht. Und wenn man das Ganze noch von außen schön machen möchte, dann wählt man hier noch zum Beispiel so eine tolle Giebelwand. Dreht die. Zum Drehen kann man jetzt übrigens einfach sich diese Wand hier nehmen und sich den Drehwinkel nehmen, minus 279 Grad, und überträgt den hier auf dieses Objekt und schon sind beide exakt in derselben Ebene. Und dann muss man nur noch ein bisschen verschieben und skalieren. Und aha, hier ist war sogar fast in der richtigen Position. Und man kann es noch ein bisschen breiter machen. Ja, das war zu breit. Ist wieder nicht ganz zentriert. So. Und schon haben wir hier so einen eindrucksvollen Bürgerhausgiebel von irgendwelchen reicheren Häusern. Und das sieht dann von dieser Seite so aus. Und dann kann man da noch ein richtiges Dach draufziehen. Und das würde jetzt die gleiche Ausrichtung haben wie diese Wand. Diese Wand kopiere ich mir auch die Y-Drehrichtung. Ja, jetzt ist natürlich genau um 90 Grad gedreht. Also addiere ich nochmal 90 Grad dazu. 169 plus 90, also 16 plus 9 ist 25. Dann ist es in derselben Ebene. Ich verschiebe das Ding so, dass es irgendwo hier zu liegen kommt. Jetzt natürlich ein bisschen zu tief. Das kann ich ja aber nach oben schieben. Jetzt stimmt die Breite wieder nicht. Ja, ja, ja. Und so weiter und so fort. Dieses Dach ist anscheinend für größere Häuser gedacht. Wie auch immer. Ich denke, das Prinzip ist klar. Das könnte man jetzt wieder kopieren und oder skalieren. Ich bin faul. Ich bin doof. Ich habe es wieder genau falsch rumgedreht und schiebe das jetzt hier so drauf. Und dann haben wir hier irgendwie so unsere Burgansicht. Ja, das Dach geht jetzt, guckt jetzt so weit darüber. Aber ich hoffe, das Prinzip an sich ist erstmal klar. So. Das hier kopieren wir nochmal, schieben das nochmal darüber.
Okay. Habt ihr dazu erstmal Fragen? Ich verspreche, ich werde gleich wieder zurückschalten. Benjamin verabschiedet sich. Gute Nacht, Benjamin. Wer lang hat, kann lang streamen. Ja, genau. 3-mal anklingen brachte nichts. Ja, das war die Steintreppe. Alles klar. Ich habe es ja selbst gemerkt. Ist ja okay. So, jetzt noch ganz kurz, falls es jemand interessiert. Jetzt haben wir also so eine tolle Burg gebaut und wollen die auch noch in der Landschaft platzieren. Dann kann man Folgendes machen. Wie fange ich da an? Am besten fange ich so an. Also gut, man hätte jetzt natürlich einfach den Berg, den wir gerade gesehen haben, da einfügen können. Als Hintergrund oder so wäre das vielleicht auch gar nicht schlecht. Nehmen wir mal hier Häuser, da Nature. Nehmen wir uns diesen kleinen subtilen Berg. Da ist unser Berg. Schieben wir irgendwo hin, neben die Burg. Keine Ahnung, mal ein schönes Hintergrundbild. Nehmen wir unsere Burg, drücken F. Und oh, jetzt haben wir das Fass ausgewählt. Okay, und da ist jetzt unsere Burg vor dem Berg. Ja, den Berg, der ist jetzt sehr abgeschnitten. Okay, das war nicht so die richtige Wahl. Der ist viel zu hoch. Warum ist der so hoch? 107 Meter zu hoch. Und jetzt steht unsere Burg am Rand des Berges. Es ist sehr winterlich hier, sehr kalt. Also hier könnte man vielleicht die Nachtwache aus Game of Thrones ganz gut unterbringen oder so. Okay, so könnte man Landschaft machen. Oder die etwas flexiblere Variante, wenn man nicht nur immer vor demselben Berg stehen will, ist, man fügt Gelände ein. Gelände einfügen heißt, man geht auf Game Object, macht 3D Object und da gibt es diesen tollen Menüpunkt Terrain. Terrain heißt, er fügt jetzt hier so eine Fläche ein. Die ist ziemlich groß. Da könnte man jetzt wunderbar eine Burg in der Mitte platzieren. Ja, ich drücke mal auf F, um diese ganze Fläche hier. Was? Eigentlich sollte er die dann ranzoomen. Macht er nicht. Okay. Okay, was kann man jetzt mit Terrain machen? Wenn ich das ausgewählt habe, seht ihr hier rechts ein paar Werkzeuge. Und da gibt es zum Beispiel eine Funktion, mit der kann man rechts, links, oben, unten weitere Flächen ranfügen. Das ist zum Beispiel dafür da, wenn ihr ein Open-World-Spiel machen wollt. Also wenn ihr jetzt Aventurien nachbauen wollt mit einer kompletten Geländekarte, könnt ihr hier einzelne Blöcke da hinzufügen und die werden dann auch streamend quasi geladen und oder die kann man streamend laden lassen, wenn man gewisse Plugins dafür hat. Und dann ja, kann man damit riesige Welten abbilden, wenn man gerne möchte, glaube ich. Zumindest so habe ich das gedeutet. Für uns interessant ist aber das Zeichenwerkzeug. Man kann damit zum Beispiel Texturen da drauf malen. Haben wir jetzt noch nicht. Wir fangen erstmal an mit Raise oder Lower Terrain. Okay, und dann kann man hier drauf malen. Das sieht erstmal aus, als ob ich da wirklich nur drauf male. Aber wenn man genau hinguckt, ich kreiere hier gerade Berge. Also dieser Berg ist recht klein, aber man kann natürlich auch hier einfach die Pinselgröße vergrößern und dann kann man hier durchaus auch, was? Achso, die Opacity ist sehr gering, da wird nicht viel zu sehen sein. Man kann hier durchaus größere Berge machen, die sind jetzt natürlich sehr glatt und sehr ja, unnatürlich wirkend. Man kann ja aber auch andere Pinsel nehmen, wie zum Beispiel sowas hier, dann kann man hier tatsächlich eine gewisse Struktur darauf pinseln. Man könnte auch einen Stern hier drauf malen, warum auch immer. Ja. Mit Shift-Taste kann ich auch Sachen wieder runternehmen und so könnte ich mir jetzt hier wirklich eine schöne Berglandschaft bauen, die irgendwie so aussieht, als könnte da eine Burg drauf liegen. So, wenn ich jetzt hier eine Burg oben auf den Gipfel packen wollte, hier oben hin soll jetzt irgendwie unsere Burg. So, dann ist jetzt die Frage, wie kann ich denn hier die Burg platzieren? Jetzt müsste ich ja alles hier wieder irgendwie planen machen. Das kann man machen, indem man hier nicht Raise oder Lower macht, sondern setze die Höhe. Und setze die Höhe wäre jetzt auf 0. So, wenn ich das jetzt machen würde, dann würde hier wahrscheinlich alles sehr tief runtergehen, weil unsere ganze Fläche hier ist auf 0. Das macht nicht so viel Sinn. Jetzt geht hier, also wir bauen uns gerade hier einen Bergsee sozusagen.
Das war nicht das, was ich wollte. Das heißt, ich verschiebe die ganze Ebene jetzt mal so nach unten, dass die Nullebene, also ich kann auch einfach hier eine andere Höhe angeben. Machen wir hier 100 Meter hoch und mal nochmal hier drüber und dann sieht man, dann macht er jetzt auf dieser Höhe hier unsere Ebene. Das ist jetzt natürlich auch nicht das, was ich so glatt haben möchte. Deshalb wähle ich jetzt mal hier das irgendwie so und wiege ich das mal so ein bisschen hin und her und dann machen wir hier im mittleren Bereich, also da, wo jetzt wirklich die Burg sein soll, da machen wir dann jetzt wirklich hier ganz konkret die Burg hin. Das sieht jetzt natürlich kacke aus, ja, gebe ich zu. Ja, wahrscheinlich hätte ich das hier mitmachen sollen. Mit einem unscharfen Pinsel, damit das hier nicht so... egal, irgendwo haben wir jetzt eine Fläche gebaut, wo unsere Burg hin könnte. Und natürlich könnte ich auf diese Weise auch direkt hier irgendwie noch einen Weg oder sowas reinzeichnen. Also wenn das jetzt hier die Fläche ist, auf der die Burg errichtet ist, die natürlich viel zu glatt ist, dann könnte man jetzt mit einem kleinen Pinsel versuchen, hier irgendwie einen Weg hinunter zu machen. Und so weiter und so fort. Ja. Nee, nicht raisen. Lowern sollst du. Ja, gut. Also irgendwie könnte man hier eine Serpentine einzeichnen. Wie auch immer. So, dann haben wir unser Terrain gebaut, können dann hier noch Texturen draufmalen. Brauchen aber erst noch Materialien dafür. Und da wir das jetzt hier noch nicht haben, wählen wir einfach eins aus. Wo auch Paint Texture, Select Material. Und da haben wir hier Nature Materials, Vegetation, Bäume. Okay, können hier Bäume drauf platzieren. Da steht jetzt ein Baum. Ein dynamischer Baum, der je nachdem, wie nah man rangeht, verschiedene Levels of Details hat. Ihr seht jetzt also, momentan ist er auf Level of Detail 2. Das heißt, es ist eigentlich gar nicht mehr der detaillierte Baum, den wir gerade hatten, sondern der ist jetzt schon ganz vereinfacht. Das ist vielleicht nur noch eine Bitmap oder so. Wenn wir jetzt näher rangehen, schaltet er jetzt um auf Level of Detail 1. Man sieht einen kleinen Unterschied. Und wenn man noch näher rangeht, dann kommt man auf Level of Detail 0. 1. 0, 1, 0 und dann sieht man hier tatsächlich wieder die einzelnen Äste. Und auf diese Weise könnte man jetzt hier ganze Bäume, einzelne Bäume hinsetzen oder man wählt einfach das Gelände aus, sagt Bäume platzieren, no trees defined. Jetzt könnte man vielleicht einfach ein Tree hier irgendwie rüberziehen oder so. Add Tree. Was? Irgendwie kann man hier Bäume hinzufügen. Ich weiß gerade nicht genau wie. Keine Ahnung. In jedem Fall kann man hier auch Bäume platzieren. Wem das Ganze hiermit noch nicht ausreichend ist, der kann auch noch sehr viel mächtigere Tools sich besorgen. Ich habe mir zum Beispiel irgendwann mal Gaia gekauft. Gaia ist ein, Gaia ist ja der Mutter, der Name der Mutterwelt sozusagen, der Weltmutter, wie auch immer. Und dieses Plugin ist in der Lage, sehr komplexe Welten zu rendern, also automatisch die Landschaften zu generieren, Flüsse einzuzeichnen, Bäume zu platzieren und so weiter. Das könnte ich hier jetzt wieder, wie wir das vorhin gelernt haben, über Package Manager Gaia 2.0 ist nicht mehr die aktuelle Version, die ich jetzt hier habe, aber das ist auch egal. Die könnte ich jetzt hier downloaden, das sind aber 1,22 Gigabyte. Das will ich uns jetzt nicht antun. Und dann könnte man damit ganz tolle Welten machen. Ich zeige euch das nochmal kurz, wie das dann aussieht. So Sachen kann man mit Gaia machen.
Man muss es nur können. Ich bin ein Schelm. Ich mache eigentlich andere Dinge und deshalb, ich kann das nicht. Aber wenn ihr euch da ein bisschen reinfuchst, dann ist es durchaus möglich, mit Unity sehr schöne Sachen sehr schnell zu machen. Und vor allem, es gibt tausende von Tutorial-Videos, die sehr viel besser sind als meins hier. Deshalb weiß ich gar nicht, was ihr hier bei mir macht. Das ist doch Zeitverschwendung für mich und für euch. So, jetzt noch ganz kurz einmal eine Sache, die ich noch da reinpacken will, um es ein bisschen lebendiger zu machen. Ich habe hier nämlich zusätzlich auch noch das RPG Fantasy Pack hinzugefügt. Und da können wir uns mal irgendeinen Charakter dazu packen. Wir gehen nochmal zu unserer Burg. Wo ist sie? Da ist unsere Burg. Und ins Innere der Burg stellen wir jetzt nochmal irgendjemanden hier auf die Treppe und lassen ihn mit irgendwas wild um sich wedeln. Was? Wo ist er? Achso, der Warrior hat ein Prefab. Und dieses Prefab stelle ich jetzt hier irgendwo auf die Treppe. So. Und das ist unser Krieger. Wenn ich auf Play gehe, ach, dann sehe ich ihn wieder nicht. Verdammt. Doch, da steht er und er bewegt sich sogar. Komm, dann fahren wir jetzt noch einmal mit der Kamera dahin. Wo ist unsere Kamera? Main Camera. Ups. Irgendwie konnte man auch den... Irgendwie konnte man die Kamera auf den aktuellen View platzieren. Ich weiß nicht mehr genau wie. Aber wir nehmen uns jetzt einfach die Kamera da oben. Drehen sie so, dass sie irgendwo dahin zeigt. Dahin zeigt. Und dann fahren wir nach vorne, bis wir da sind. Ach, verdammt, ich kann Unity nicht nutzen. Ihr merkt es. Egal. In jedem Fall gibt es da jetzt diesen... Ja, ihr seht es nicht, aber er ist da. Da ist dieser Krieger, der sich bewegt und den man jetzt auch mit einigermaßen wenig Programmieraufwand dazu bringen könnte, durch diese Burg zu laufen und Orks zu plätten. Er fängt jetzt an zu laufen hier. Er hat schon Animationen damit drin. Und wem das nicht reicht, der packt dann noch einen Troll neben ihn. Das geht jetzt aber nicht, während es läuft. Okay, das ging wahrscheinlich doch, aber ich muss natürlich wieder den Prefab nehmen. Ich stelle noch einen Troll daneben. Ja, der versinkt jetzt hier leider ein bisschen im Boden. Dann haben wir noch ein paar Orks. So, sehen alle natürlich jetzt sehr merkwürdig. Ein Dämon. Wir nehmen noch einen Dämon dazu. So, und die alle sehen jetzt in 3D wunderschön aus. Bewegen sich alle. Der Dämon fängt an zu hüpfen und um sich zu hauen und die anderen stehen dann nur einfach so rum. Ja, also das kann man mit Unity machen. Ich denke, ich habe euch ein paar Sachen gezeigt. Mich nervt, dass ich nicht die Kamera jetzt hier draufsetzen kann. Ach Mann. Egal, ich bin zu blöd. Ach, da kann man umschalten. Okay. So, jetzt können wir also auch mal näher ranfahren und sehen hier unsere Kämpfer. Der Dämon ist schon umgefallen. Die kämpfen jetzt also nicht wirklich, die sind nur animiert. Also mehr als die einzelnen Animationsphasen zur Demo durchzulaufen, machen die jetzt gerade nicht. Okay, das sind die Animationen. Und jetzt noch einmal ganz kurz, weil ich das selbst noch nicht gesehen habe, aber noch sehen möchte. Ich gehe noch einmal auf unsere Packages, ich gehe noch einmal auf den Package Manager.
Ich lade noch einmal die tollen Häuser hier. Wo sind sie? Da, das wollte ich noch einmal ausprobieren. Ich habe sie schon runtergeladen, ich muss sie nur importieren. Dachte ich, das geht aber nicht, wenn das hier läuft. Deshalb breche ich das ab und importiere. Ach, ich weiß jetzt auch, warum ich zu doof war, einen Baum hinzuzufügen. Ich war auf dem falschen Bildschirm. Das Fenster für den Baum hat sich leider in einen anderen Bereich verschoben. So, während der jetzt hier runterlädt, gehe ich nochmal zurück. Macht eine nachträglich eingearbeitete Tür die Mauer an der Stelle weg? Nein, macht sie leider nicht. Das heißt, ihr müsst entweder vorher schon durch eure Teile, die ihr dort platziert, dafür sorgen, dass da ein Loch in der Mauer ist. Oder ihr müsst wirklich eure einzelnen Modelle in einem 3D-Programm bearbeiten und dann ein Loch reinschneiden. Ansonsten geht das leider nicht. So, hier kann ich jetzt nochmal eben importieren. Ganz viele Sachen importieren. Das dauert jetzt wieder ein bisschen. Fuschen mit dem Schelm. Ja. Okay. Er importiert noch. Und dann haben wir es auch gleich geschafft. Dann bauen wir noch eben ein paar Teile von diesem Dorf dahin und dann seid ihr auch entlassen und habt euch einen schönen Feierabend verdient. Und natürlich wollte ich euch noch einmal noch das Endergebnis, was ich bisher gebaut habe, zeigen. Das ist natürlich auch noch nicht das, was es eigentlich sein sollte, weil ich es gestern Abend erst angefangen habe. Aber ich finde, für einen Abend Arbeit kann sich das dann schon sehen lassen. Okay, merken, demnächst diese Importe bitte vorher durchführen, weil das sind ja dann doch ein paar 1,35 Gigabyte, die da importiert werden wollen und das dauert. So ist das. Habt ihr noch irgendwelche Fragen? Hat irgendeiner von euch schon mal Erfahrung mit Unity gesammelt und möchte mir davon berichten? Sollen wir mal eine richtige Unity-Minigame-Sendung machen, wo wir einfach mal einen Charakter durch die Welt laufen lassen und ihm ein paar DSA-Eigenschaften geben oder sowas? Das können wir auch gerne mal machen. Da habe ich auch schon mal eine Artikelreihe zu gemacht, aber natürlich nie weiter gemacht. Also wenn ihr irgendwas zu Unity wissen wollt, wäre jetzt der richtige Moment, um die Fragen zu stellen. Ansonsten, wenn ihr das Ganze hier nachher seht, könnt ihr das Ganze natürlich auch wie immer im Discord, auf Facebook, über meinen Blog als Kommentar oder einfach per Mail an frerichkai@gmail.com machen. Ja, Jean Pütz, so ein bisschen. Genau, jetzt ist der, ich habe hier mal was vorbereitet, gehe hier mal darüber. Und schließe jetzt mal hier. Wir suchen uns mal eine Stelle, wo ich noch nicht so viel Schaden angerichtet habe, irgendwo hier hinten. Und fangen mal an, noch eben ein kleines Dorf hier hinzusetzen. Dafür klappen wir hier mal alles zusammen. Keine Packages brauchen wir mehr, sondern nur noch. Was? Da sind die Houses. Okay. Prefabs. Houses. Aha. Hey, wieso haben die keine Texturen? Was ist das denn für ein Quatsch? Das sind doch keine Prefabs. Muss ich die etwa selbst texturieren oder was ist hier Trumpf? Okay. Das finde ich gerade etwas merkwürdig. Spannend. Ja, na gut, da bin ich jetzt etwas underwhelmed von diesem Paket. Gut, dass ich das jetzt hier vor laufender Kamera getestet habe. Also, da bin ich mir nicht ganz sicher, wie man das nutzen soll. Oder ist hier noch was anderes drin, in Core?
Auch nicht. Okay. Ihr seht mich noch, mein Fernseher ist gerade eingefroren. Insofern dachte ich eigentlich, ihr wärt weg. Falls ihr noch da seid, ich bin noch da. Mein Fernseher hängt, aber das ist ein Problem dieses blöden Fernsehers. Also, ja, der ist auch wirklich abgeschmiert. Gut, das Modell war doof. Ich habe Unity zugemacht, deshalb gucken wir uns jetzt auch nicht mehr das Endergebnis von meiner Burg an. So schlimm war die auch nicht. Die habt ihr ja auf diesem Titelbild hier schon gesehen. So sah meine Burg dann aus. Da war nur noch zusätzlich ein weiterer Turm mit drauf und die Außenmauer war ein bisschen fertig. Ihr seht ja auch, die Texturen wiederholen sich ein bisschen, also ganz so schön ist das Modell auch nicht geworden, aber ihr könnt es ja sicherlich besser machen. Das war ein kleiner Einblick, wie man mit Unity 3D-Gebäude bauen kann. Ihr könnt das 3D-Bundle Fantasy-Gedöns noch bis übermorgen, glaube ich, kaufen. Kauft sie übermorgen, ich weiß nicht genau, bis wie viel Uhr das geht. Und dann würde mich natürlich freuen, wenn ihr mich an irgendwelchen möglichen Kreationen teilhaben lasst. Nur um das nochmal hier klarzustellen, man kann mit diesen Dingern tatsächlich fertige Spiele bauen. Die neuen Versionen von Sternenschweif und Schicksalsklinge, die ja ursprünglich eine ziemlich miese Bewertung gekriegt haben, dann in der korrigierten Version ein bisschen besser waren, die sind komplett von einem sehr kleinen Programmierteam aus Österreich, glaube ich, mit Unity gebaut worden. Fast nur mit gekauften Modellen. Also man kann im Unity Store so ziemlich alles kaufen und ich habe mit dem Programmierer mich mal auf der RPC unterhalten und ja, im Prinzip hat der nichts anderes gemacht als fertige Modelle genommen, zusammengestöpselt, Programmlogik geschrieben und Menüs gebaut und dann kam eine neue Sternenschweif-Schicksalsklinge-Version dabei raus. Leider hat es ja nicht an den Verkaufszahlen gereicht, dass auch noch Schatten über Riva damit umgesetzt wurde. Soundtail ist auch mit Unity gebaut, genau. Also das ist auch eine App, die eine sehr schöne UI hat, sehr schönen Ton natürlich hat, was bei Soundtail ja auch sinnvoll ist. Und die sowohl auf Android-Handys als auch iPhones, als auch unter Windows läuft, weil sie mit Unity gebaut ist. Und das alles für schlankes Geld, weil ihr ja nicht über 100.000 Euro pro Jahr damit einnehmt. Das war die Schelmschau Nummer 37. Diesmal ist nur mein Fernseher, aber nicht der Stream abgeschmiert. Ich habe nur ein- oder zweimal vergessen, die Kamera richtig umzuschalten. Ich werte das als persönlichen Erfolg. Ich danke euch, dass ihr noch dabei seid. Also zumindest der Gernot ist ja immer noch fleißig am Tippen hier. Und ja, hoffe, ihr habt auch noch kreative Ideen in der kommenden Woche. Dann sehen wir uns nämlich am Montag schon wieder zu einem neuen Thema, von dem ich überhaupt noch nicht weiß, was es sein wird. Seid gespannt, ich bin es auch. Ich danke euch, bleibt gesund und wir sehen uns in Aventurien. Macht's gut. Tschüss.